Ja, vielen Dank. Es hat im Vorfeld zu diesen Landeswahlversammlungen einiges an Aufregung gegeben und ich bin wahnsinnig froh, jetzt hier zu sehen, dass alle zusammensitzen und genau das tun, was sie eigentlich tun sollten, nämlich uns nach vorne zu bringen, Nordrhein-Westfalen, und uns eine Liste zu bescheren, mit der wir uns nicht blamieren, sondern mit der wir weit nach vorne kommen werden. Eigentlich dürfte ich hier gar nicht stehen. Ich bin eingetreten in 2016 und ich habe von vielen gehört, dass 2016 eigentlich No-Go ist. Grund dafür ist mir eigentlich klar geworden, die Leute, die 2016 eingetreten sind, hatten wenig Möglichkeit, das für die Partei zu tun, bekannt zu machen. Ich glaube, das ist bei mir ein bisschen anders. Die meisten von Ihnen kennen mich. Ich kenne die meisten von euch hier unten. Und ich möchte bei der Gelegenheit auch gleich mal sagen, bevor ich zu Ihnen komme, was ich schon alles gemacht habe, dass ich wahnsinnig gerne zu diesen Veranstaltungen komme, weil ich so tolle Gespräche führe mit all diesen Leuten, die ich hier kennengelernt durfte. Von alleine das, neben der Politik, macht riesen Spaß. Was ich bisher politisch getan habe, ist, ich bin stellvertretender Kreissprecher von Wittgenstein, ich bin der Sprecher des Stadtverbandes, ich bin Direktkandidat vom Wahlkreis 127, ich bin in der Geschäftsführung unserer Fraktion. Ich habe Schulungsunterlagen geschrieben für Straßenwahlkampf und habe Schulungen gehalten, werde noch weiterhin Schulungen halten für den Straßenwahlkampf. Ich weiß nicht, ich werde hier nicht mehr alles aufzählen können, was ich gemacht habe. Als 2016 habe ich gar keine andere Chance, also die Zukunft zu gucken, denn die Vergangenheit, von der immer wieder geredet wird und die so viele Streitereien beinhaltet, die wirklich gar nicht. Ich möchte auch in die Zukunft gucken und ich denke, das können wir ja alle. Was ich sicherlich kann, das gibt mir einen gewissen Vorteil, weil ich halt diese Vergangenheit nicht kenne, ist, dass ich mit eigentlich jedem hier gut klarkomme. Ich habe in dieser Partei viele Freunde, aber ich habe keinen einzigen Feind. Ich habe tolle Leute kennengelernt, habe ich schon gesagt, viele kluge Leute, reflektierte Leute, auch sehr interessante Leute und vor allen Dingen auch lebenserfahrene und reflektierte Menschen. Ich habe auch welche kennengelernt, die sehr polarisieren und auch mit denen komme ich prima klar. Zum Beispiel Michael Schild, ein starker Mann, der lange Zeit zu einem Lager gezählt wurde, das angeblich unserer Partei schaden will. Michael Schild ist jetzt auf dieser Liste und ich bin wahnsinnig froh, dass er das ist, denn es ist ein starker Mann. Oder eine Kerstin Kramer, die in ihrer Erscheinung so ebenfalls so stark und so, umtriebig ist, dass sie vielen Angst macht. Ich bin aber froh, sie zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Ein Axel Behr, dem lange nachgesagt wurde, dass er zu einem ganz rechten Rand gehörte, das tut er nicht, ich kenne ihn. Das ist eine echte Bereicherung unserer Fraktion. Es geht weiter natürlich mit einem Christian Bex, den ich nicht ganz so gut kenne, aber wir schätzen uns, glaube ich. Oder Wolfgang Demolski, vielleicht der Knorrigste hier unter uns, aber ein Mann, von dem wir alle wissen, dass wenn er etwas sagt, das meint er auch so, der wird nie jemanden hintergehen. Und last but not least, ein Guido Reil, der von vielen mit sehr viel Misstrauen beobachtet wird, aber ich bin der Meinung, Guido wird uns sehr viel helfen. Der alte Sozi, ich sehe ihn gerade nicht. Der Grund dafür, warum ich mit all diesen Leuten gut klarkomme, ist die Tatsache, dass ich sie alle respektiere mit ihren Stärken und ihren Schwächen. Und das ist etwas, was ich von jedem von euch bitte einfordern möchte. Dass wir jeden in unserer Partei respektieren, dass wir jeden von ihnen in seinen Stärken vor allen Dingen wahrnehmen und nicht in seinen Schwächen. Denn nur dann können wir das tun, wofür wir ja angetreten sind als AfD. Wir müssen in den Landtag, wir müssen stark in den Landtag. Wir haben eine historische Chance und wir haben vor allen Dingen auch eine Verpflichtung. Es kann nicht sein, dass wir uns als Partei innerparteilich zerlegen, während draußen die rot-grüne Regierung und die Bund, sogar die, mit der CDU, dieses Land vor die Wand fahren. Wir haben eine Verpflichtung. Und wir können diese Verpflichtung nicht wahrnehmen, wenn wir uns nur mit uns selber beschäftigen. Thank you.
können wir das machen? Wir können das machen mit unseren schärfsten Waffen. Das sind nicht die Waffen, von denen wir vorhin schon mal gehört haben, sondern das ist das Wort, die Schrift, das ist unsere Sprache. Wir haben eine so tolle Sprache. Unser Deutsch ist enorm reich und wir müssen diese Sprache einsetzen. Das ist etwas, was ich kann in Wort und Schrift, und das ist etwas, was ich unbedingt machen möchte in diesem Landtag. Denn die Kommunikation, von der ich hier gerade spreche, ist einer unserer größten Schwachpunkte, die wir überhaupt haben, innerhalb dieser Partei, nach innen wie nach außen. Vieles wäre nicht passiert, wenn wir uns besser vernetzt hätten, wenn wir besser kommunizieren würden. Vieles wäre nicht passiert nach außen hin, wenn die Presse anders informiert worden wäre von uns. Wir haben diesbezüglich viele Fehler gemacht. Wir sind eine junge Partei und stehen Fehler zu. Gleichwohl müssten wir in dieser Disziplin punkten. Denn das ist unsere schärfste Waffe. Da ich Kommunikation studiert habe und auch den größten Teil meines Berufslebens mit Kommunikation zu tun hatte, weiß ich sehr gut, wie man dieses Instrument einsetzt, wie man es nutzt, sowohl der Presse gegenüber, als auch dann hinterher, wenn wir im Landtag sind, unseren politischen Freunden und unseren politischen Gegnern gegenüber. Und ich habe gerade bewusst gesagt, politische Freunde, wir werden auch politische Freunde finden müssen. Wir werden es niemals, zumindest nicht, solange ich irgendetwas dazu sagen kann, Sie haben einer Koalition unterordnen. Aber was wir machen müssen, ist trotzdem Koalition schmieden, und sei es zunächst einmal in der Opposition, um dann, vielleicht nach 2 Jahren, wenn alles gut läuft, mit Neuwahlen dieses Land regieren zu können und ihm es retten zu können. Dafür stehe ich gerne zur Verfügung. Wenn Sie mich nicht nehmen, dann stehe ich selbstverständlich der Partei nach wie vor, wie ich bisher getan habe, voll zur Verfügung. Aber ich würde es gerne im Landtag tun. Vielen Dank. Dankeschön. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, den Kandidaten Fragen zu stellen. Bitte schön. Herr Schwarzer, Sie haben gesagt, dass das Wort ganz wichtig ist. Hat Ihre Pressearbeit denn schon irgendwelche Erfolge gezeigt? Ich darf mit ein bisschen Stolz, darf ich schon sagen, ja. Ich habe in den letzten Monaten als Pressesprecher viel zu tun gehabt, natürlich erstmal mit Lokalblättern, 7. Zeitung, klar. Aber auch mit Funke-Medien, mit der WAZ, Westfalenpost und Westfälische Rundschau. Ich habe dann einen Kurs gefahren, der mir am Anfang ein wenig Skepsis eingebracht hat, nämlich so eine Art Kuschelkurs. Ich habe die Journalisten ernst genommen, ich habe sie nicht kritisiert, ich habe sie nicht beschimpft. Und im Ergebnis haben wir mittlerweile für die AfD in Siegen-Wittgenstein eine ausgezeichnete Berichterstattung, frei von Hetze. Und ich denke, dass ich da zumindest etwas zu beisteuern kann. Ja. Die Medien sind die eine Sache. Wir erleben, dass die Menschen sich abwenden von den Medien. Ich habe es neulich schon mal gesagt, hin zu den Alternativen, die heute frei verfügbar sind. Was tun Sie dafür, um die alternativen Medien den Menschen im Land zugänglich zu machen? Ja, Sebastian, das ist eine gute Frage. Ich meine, eines unserer wesentlichsten Medien ist natürlich Facebook. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu viel sogar bei Facebook. Das ist ein Zeitfresser. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ohne dass ich das jetzt zu hoch hängen möchte, aber in den letzten 9 Monaten habe ich tatsächlich nichts anderes gemacht als AfD von morgens bis abends, und da bleibt dann abends noch viel Zeit für Facebook. Obwohl ich zustimme, dass alternative Medien extrem wichtig sind und gerade für uns als AfD, dürfte er aber die Mainstream-Medien nicht vergessen, denn der große Teil unserer potenziellen Wählerschaft liest nun mal die WAZ, liest die Rheinische Post, die Kölner Rundschau und so weiter. Und deswegen möchte ich mich trotz allem nach wie vor darauf konzentrieren, dass wir dort realisieren und dass wir dort eine gute Figur machen. Also alternativen Medien nicht die Gefahr, dass wir uns hier nackt machen letztendlich, dadurch, dass der NSA, bringt man auf den Punkt, mithört, alles registriert. Und dass man dann hohen Kauf passt. Ich sehe das nicht als Gefahr, ich sehe das als Chance. Wir haben als AfD, anders als uns nachgesagt wird, überhaupt nichts zu verbergen, sondern ganz im Gegenteil. Ich fordere jeden auf, auch bei Facebook oder sonst wo, mit uns zu diskutieren, mit mir zu diskutieren. Wir sind die einzige Partei,
die sich nicht auf Ideologien beschränken muss, sondern wir können auf jede sachliche, fachliche Frage eine adäquate Antwort geben. Und das sollten wir nutzen, wenn NSA oder sonst irgendwer uns bei Facebook ausspäht. Ja, bitteschön, sollen sie machen, dann werden sie auch sehen, dass die AfD tatsächlich die einzig demokratisch legitimierte Kraft ist, die wir in Deutschland so haben. Alle anderen haben den Boden durchgesetzt und längst verlassen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Sonst bitte jetzt, Herr Schwarzer. Ich hätte eine Frage. Sie meinen also wirklich, ob ich das richtig gehört habe, dass die Altmedien für unsere Wählerschicht relevant sind, dass das die relevante Gruppe ist, um unsere Wählerschichten zu motivieren. Habe ich Sie eben richtig verstanden? Das könnte man so sagen. Der wesentliche Punkt ist der, dass es die alten Medien oder Systemmedien oder Mainstream-Medien, wie wir sie nennen wollen, uns enorm schaden können. Es geht nicht darum, dass ich so naiv wäre, zu glauben, dass das unsere besten Freunde werden, zumindest nicht auf absehbare Zeit. Wenn wir in der Regierung sind, kommen auch die zum Kuscheln, das ist schon klar. Aber bis dahin können sie uns enorm schaden, haben uns enorm geschadet. Ich werde jeden Tag, habe ich mit Leuten zu tun, die mir vorwerfen, wir seien eine rechte Partei, wir seien eine populistische Partei, all diese Dinge. Meine Standardantwort ist immer die, und die ist im Übrigen bei einigen Zeitungen mittlerweile auch gedruckt worden, und zwar sehr prominent, dass wir dort stehen, wo die CDU vor genau 20 Jahren war und keinen Millimeter weiter. Aber das zu transportieren, dafür brauche ich die alten Medien, weil die werden von dem Gros der Leute nach wie vor gelesen. Dankeschön. Weitere Fragen? Eine Frage wäre noch möglich. Weitere Fragen sehe ich aber nicht, dann zähle ich hinunter. 3, 2, 1 und danke Ihnen für die Vorstellung.